Tag, Freunde. Willkommen zu einem weiteren Video der ONC, der OWL Nerf Community. Ich bin der König und das ist unser Modding-Video zur Ü18 Motoblitz, also dem zweiten Teil Motoblitz-Mod. Der Blaster kriegt mal eine richtige Leistungsspritze verpasst. Schauen wir es uns an. Und dann werden wir auf der Werkbank angelangt. Wir packen die Motoblitz aus und dann legen wir mit dem Mod los. Was haben wir vor, alles heute reinzubauen? Beginnen wir mit den Leistungsupdates. Ein 3D-gedruckter Flywheel Cage von Buff Daddy Nerf gibt es auf Thingiverse, Links in der Beschreibung. Wir gönnen uns was. Fang Revamp Motoren für 2S, die haben richtig Power. Worker Wheels in schwarz und smooth. Wird, glaube ich, reichen. Zur Ansteuerung eine MOSFET-Lösung, dann kann man den Originalschalter verwenden. Für die Optik UV-LEDs, soll ja auch leuchten nachts. Und weil man dieses Scope sowieso nicht verwenden kann, als normal gewachsener Mensch, da bauen wir Licht rein. Also es wird wahrscheinlich blau leuchten. Das ist der Plan. Natürlich gibt es hier vorne auch die Leistungsspritze wie beim U18-Mod, dass hier die Schrotflinte deutlich besser und weiter feuert. War zu erwarten. Und schnick ist die Verpackung weg. Wunder der Schnicktechnik. Magazin brauchen wir momentan auch nicht zum Mod. Wir zerlegen den Blaster. Wie das geht, sieht man ja im ersten Video. Schwierigkeit ist hier vorne halt mit der Pumpe, also dass man das hier aufkriegt. Und beim Rest machen wir eben schnell auf. Denkt bitte beim Öffnen des Blasters daran, dass sich hier unter dem Pumpgriff nochmal drei versteckte Schrauben befinden. Da sind sie. Und jetzt für unsere Shell bereit, dafür auseinandergenommen zu werden. So, die Stromkabel führe ich hier um das Ventil drumherum. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten. Und ganz ehrlich, die machen wir sowieso gleich durch neu. Durch neue ersetzen wir sie. Das heißt, die schneide ich kurz ab, dann haben wir einfach viel mehr Bewegungsfreiheit. Und da ist der Blaster auch schon vor uns, nackig so wie er ist. Sehr viel mehr Fett als bei der ersten Motoblitz, die ich in der Hand hatte. Ich glaube, wir fangen mit dem einfachen Teil an, und zwar mit der Pumpe. Damit wir dieses Teil rausnehmen können, müssen wir einmal hier oben das abbauen. Dann können wir dieses lange Laufsegment nämlich hier lösen. Zumindest die Oberseite davon. Und dann erst kommt man an dieses Ding hier ran, denn auch das muss ab. So. Das Rohr können wir schon mal rausnehmen, können wir auch drin lassen. Wir ersetzen ja gleich den Flywheel Cage. Aber jetzt können wir das ganze Teil hier vorne entfernen. Was gar nicht so leicht ist. So, jetzt können wir es nach hinten rausziehen. Okay. Kappe mal kurz zur Seite. Wie letztes Mal beim U18-Mod, wir werden hier diese Schraube reindrehen. Die hat Hasbro hier mit Schraubensicherungslack jetzt fixiert. Mal sehen, ob wir das trotzdem hinkriegen. Das finde ich eigentlich sehr ärgerlich. Aber hier sind ja noch diese kleinen Löcher, die auch so ein bisschen Performance kosten. Die werden wir zustopfen. Ja, hier 1, 2... Großes, 3, 4, 5, da müssen wir gucken, dass wir hier dieses Schmierzeug entfernen, das sauber kriegen und dort entsprechend es versiegelt bekommen. Um den Schraubensicherungslack hier zu bekämpfen, nehme ich einen sehr großen, passenden Philips-Schraubendreher, setze ich hier an, drücke von unten dagegen und da muss man mit einer festen Bewegung das einmal so knacken lassen. Und dann lässt er sich reindrehen. Wir machen zwei Umdrehungen erstmal rein. Halb, 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 halb. So. Und jetzt werden wir diese Löcher hier verstopfen. Ich werde das mit so einem kleinen Tropfen Epoxy jeweils hier machen. So, unsere leckere Epoxy-Mischung haben wir hier. Und dann machen wir mal die Löcher hier der Reihe nach zu. Trocknen lassen. Nachdem das jetzt ordentlich verklebt ist, können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Also nehmen wir den Deckel hier weg
Und das kommt wieder hier rein. So. Kabel wegziehen, dass das nicht dazwischen geht. Das hier reinpacken. Das haken wir wieder in den Pumpgriff ein. So. Und dann können wir hier eigentlich das Rohr und das ganze andere Zeug da einbauen. Wir bereiten den Fallbeer-Cage vor. Da ist er, 3D gedruckt. Ich habe mal markiert, was was ist. Wir bauen die Motoren ein. Boah, die sind so stark, die kleben sehr aneinander. Ich stelle fest, er ist sehr straff. Da passen die nicht rein. Da muss ich ein bisschen nachschleifen. Also dieser Flywheel Cage ist dermaßen straff. Selbst mit ein bisschen Ausfeilen oder eine Rohrzange kriege ich den Motor da nicht rein. Also sind wir sehr vorsichtig. Machen das nur am Rand. Und drücken das hier sehr, sehr vorsichtig rein. Das sieht ganz gut aus. Vergesst bitte nicht, hier noch Schrauben reinzudrehen. Bei dem festsitzenden Motoren vielleicht nicht unbedingt nötig, aber je nachdem, wie euer Drucker das druckt, besser haben, als hinterher traurig sein, wenn die Motoren sich losrappeln. Zack. Zum Montieren der Flywheels nehme ich wie immer ganz gerne dieses Tool von Foamblast. Es kann man auch per Hand draufsetzen halt. Achtet halt darauf, dass die Flywheels hinterher genau parallel zueinander ausgerichtet sind. Und ungefähr mittig die Nut hier ist, da wo die Darts durchgefeuert werden. Genaue Einstellung können wir später noch mal ein bisschen korrigieren mit zwei Schraubendrehern. Und wenn es dann fertig ist, sieht das ungefähr so aus. Also, ja, ready zum Verkabeln. So, Kabel dran gelötet. Und jetzt testen wir die Laufrichtung aus, damit wir wissen, was ist Plus, was ist Minus bei den Motoren. Laufrichtungstest erfolgt, Plus und Minus sind markiert. Und jetzt ist der Cage eigentlich ready zum Einbau. Und mein Stell fertig gelötet. Hier ist mein bekannter IFZ44N MOSFET. Hier oben ist ein 10 Kiloohm Widerstand. Das ist jetzt eine 1 Watt Variante, da reicht aber 0,25 Watt vollkommen aus. Das wird links und rechts an die beiden Pins angelötet und den Rest des Einbaus gucken wir uns gleich an. Das Schöne an einem MOSFET ist natürlich, dass man die Originalverkabelung vom Schalter weiterverwenden kann. Denn alles, was das Ding jetzt tut, ist, ein Plussignal von der Batterie kommt, an den einen Kanal des MOSFETs dran zu legen, damit der das Signal bekommt, bitte schön durchzuschalten. So, das macht es eigentlich ganz einfach. Das heißt, wir haben hier dieses pinke Kabel, was wir dann da nicht mehr dran machen werden. Wir haben das rote Kabel, was wir dann ganz simpel von dem Akkupack aus da reinlegen werden. Wir gucken es uns an. Fangen wir damit an, dass wir das pinke Kabel hier an dem Schalter wegknipsen, weil da brauchen wir es nicht mehr. Den Schalter selber lasse ich übrigens drin, weil der macht diesen kleinen Nupsi hier ans Magazin dran. Das hält es ein bisschen besser hier im Magazinschacht dran, sonst schlackert das. Also ich würde das immer drin lassen. Den Rest der Kabel brauchen wir übrigens auch nicht mehr, können wir abknipsen. Und ab dafür. So, dieses pinke Kabel kommt bei unserem MOSFET, wo ist er denn? Hier ist er. An diesen linken Pin ran. Ne? Pink an links. Kommt noch ein Schrumpfschlauch dazu und dann ab dafür. Und dann müssen wir überlegen, wo wir den hier verstecken. Schauen wir mal. Irgendwie hier so wahrscheinlich, denke ich mal. Da ist, glaube ich, ganz gut. Also nicht ganz so weit weg hier vom von den Motoren. Ich denke, da ist wahrscheinlich ganz gut. Gucken wir gleich mal. So, Schrumpfschlauch drauf und dann ist das schon mal hier unter Dach und Fach. Nachdem wir also das pinke Kabel vom Flywheel-Schalter hier an den linken Pin vom MOSFET angelötet haben, das ist jetzt das dicke schwarze Minuskabel, was vom MOSFET aus zum Batteriefach gehen wird. Das kommt an den rechten Pin vom MOSFET dran. Auch da Schrumpfschlauch.
Einen Fallwegkelch habe ich jetzt schon mal hier für Plus blau genommen und für Minus schwarz. Das schwarze Minuskabel, was jetzt hier rauskommt, das kommt an den mittleren Pin hier von dem MOSFET dran. Also das werde ich jetzt abisolieren, kurz dran löten, Schrumpfschlauch natürlich dran ziehen und dann haben wir den MOSFET eigentlich schon in das System eingekabelt. So, MOSFET ist soweit verkabelt. Wir machen nachher einen Schaltplan hier am Ende. Keine Angst, ist ganz easy. Kommen wir dann zum Ausbau des originalen Flywheel Cages. Das ist ziemlich einfach. Wir müssen eine Schraube lösen, der Rest wird vom Gehäuse gehalten. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das hinterher mit der Toleranz dann auch funktioniert mit dem neuen Cage. Schraube gelöst. Der Cage bewegt sich nicht. Warum bewegt er sich nicht? Das finde ich nicht gut. Doch, er bewegt sich doch. Ah, er sitzt ein bisschen straff. So, den haben wir raus, den legen wir gut weg. Unseren neuen Cage, wir machen schon mal einen Testfit, wie er denn so sitzt. Mal sehen, ob wir noch was schleifen müssen. Ja, das sieht aus, als ob wir da mal noch ran müssen. Oh, das passt noch nicht so richtig gut. Da muss ich hier vorsichtig diese Pins oder diese Löcher ein bisschen ausschleifen. Nein, das sieht nicht ganz gut aus. Nun denn, ich hole mir eine Feile. So. Ja, ich habe den Anfang jetzt nicht mitgefilmt, wie ich jetzt hier den Fallwickelch drauf gedrückt habe, aber mit so ein bisschen Schleifen. Ich habe so eine Schlüsselfeile, damit passt das dann sehr gut. Sitzt das jetzt ganz gut und ich kann diese Schraube wieder hier bündig draufschrauben und dann sitzt der offenbar wieder Original-Cage. Wo ich mir Sorgen mache, ist, ob das wirklich mit dem Gehäuse hinterher wieder zusammenpasst. Ob das wirklich geht. Das ist ja ein bisschen höher als Original. Na, bin ich mal gespannt. So, das ist hier rausgefallen, das machen wir gleich wieder rein. Aber was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist natürlich hier UV-Beleuchtung reinmachen. Ich hatte erst UV-LED-Strips gezeigt, aber ich werde das System ja mit 2S betreiben. Dann gehen die UV-LED-Strips nicht. Also nehmen wir zwei von diesen 1-Watt-Emittern. Die machen eine Menge Licht, eine Menge UV-Licht. Da kommt dann ein 10 Ohm Widerstand, 2 Watt Kategorie in Reihe dabei. Das löte ich auch mal eben schnell zusammen. Den einen kleben wir, glaube ich, hier an, den anderen kleben wir da an und dann leuchten die von oben hier drauf, egal was man da für ein Magazin drin hat. Und was man natürlich beim MOSFET-Einsatz machen muss, man muss noch so eine Diode, das ist eine 1N5400, dazwischen packen und zwar Ring. Plus kommt hier ebenfalls an Plus und Minus kommt dann hier an die Minusseite. Da hier sehr wenig Platz sein wird, werde ich das an dieser Stelle hier kurz dazwischen machen. Das ist zwar dann nicht ganz so schön oder besser, ich werde es hier vorne irgendwo dazwischen machen halt. Das ist nicht so schön, aber das schützt unser MOSFET vor Strom, der, sag ich mal, durch das Nachlaufen der Motoren quasi in Gegenrichtung zurückkommt. An der Stelle probieren wir den Blaster kurz aus. Wenn ihr den Flywheel Cage eingeschraubt habt oder reingesetzt habt, macht die Schraube noch dran, passt auf, dass die Flywheels nicht an irgendwas großartig reiben. Probieren wir jetzt mal kurz aus. So, zur Verkabelung. Das Minuskabel, da ist es, das schwarze hier, vom MOSFET, geht hier vorne an diesen Stecker dran. Das Plus von der Batterie geht halt direkt an die Motoren dran und an dieses kleine rote Kabel. Warum? Das geht jetzt zu unserem Flywheel-Schalter und das geht wiederum wupp, zum Kanal vom MOSFET, das der auch auslöst. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hängen mal ein kleines Lipo dran und gucken mal, ob das soweit funktioniert. Jawohl, funktioniert. So, dann gehen wir an das UV-LED-Löten ran. So, und hier sieht man einmal, dass ich kurz die UV-LEDs zusammengelötet habe. Das ist ganz einfach. Die werden in Serie gelötet. Also hier ist Plus, Minus, Kabel hier rüber, Plus, Minus. Und das geht dann hier nachher an den Minuspol logischerweise. Vor Plus kommt hier dieser 10 Ohm 2 Watt Widerstand. Ich habe mal hier einen kleinen Lipo dran gemacht. Und wir probieren mal aus, was passiert. Minus ist ja an Minus rangesteckt. Und ich halte mal kurz den Widerstand an Plus dran. Und zack, unsere UV-LEDs gehen an, das ist super.
In der Zwischenzeit habe ich auch mal kurz hier unsere Linse für die LED, die in das Scope eingebaut werden soll, lackiert. Erst eine Schicht Silber und dann eine Schicht Schwarzmatt. Da kommt noch eine zweite Schicht Schwarzmatt drauf. Und dann sieht das Ding ganz cool aus. Machen wir mit dem Licht mal weiter. Hier ist unser endlich lackierter, fertig lackierter, unsere Linse. Eine Schicht Silber, zwei Schichten Schwarz und danach ist das relativ dicht. Hier haben wir unsere blaue LED auf so einem Stern. Das kann man dann hier gleich festkleben. Machen wir mit Epoxy. Damit wir die Lampe auch einbauen können, nehmen wir mal hier das Scope auseinander. Das ist schönerweise nur geklipst. Das macht es ein bisschen einfacher. Und zwar, wir haben hier so einen Clip. Aber wir können das hier unten erstmal auseinanderziehen. Ich hoffe, man sieht das. Einfach dazwischen gehen, ein bisschen auseinanderziehen. Soweit, so gut. Hier oben. Wenn man es nicht auseinandergezogen bekommt, dann hilft mit dem Schraubendreher ein bisschen nach. Kann man das auseinander machen. Das geht auch. Das geht auch. Hier ist eine Schraube drin. Und dann haben wir schon das ganze Teil auseinander. Perfekt. Hier ist noch eine Schraube, die hier oben die Rail fixiert. Die können wir erstmal drin lassen. Das Schöne ist, wir können hier vorne dieses Zielfernrohr einfach rausnehmen. Jetzt ist natürlich unser Teil hier ein bisschen kleiner als das hier vorne. Man sieht, also wenn ich das hier so reinbaue, dann ist da ganz viel Platz. Das ist ein bisschen ärgerlich. Entweder ja, hier reinkleben macht nicht so viel Sinn. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich unterfütter das hier einfach ein bisschen, dass da genug Platz ist. Sekunde. Da wir gerade festgestellt haben, dass das hier nicht so super gut alleine da reinpasst, habe ich mal ein bisschen meiner Grabbelkiste geguckt und habe eine alte, sehr günstige Taschenlampe vom Pearl, so ein Billigversender aus Deutschland, gefunden. Die funktioniert nicht mehr so richtig gut. Also, naja, man kann sie auseinanderziehen. Und das Witzige ist, das passt hier wie angegossen rein. Das Schöne ist, man kann die auch demontieren. Also, das war früher noch so bei Taschenlampen, da konnte man andere Sachen reinpacken. Dieses Element hier funktioniert, das brauchen wir jetzt aber nicht. Aber diese Linse hier vorne, die passt natürlich super. Und jetzt kommt's. Das hier passt hier drauf. Und das hier passt da drüber. Können wir zuschrauben. Passt hier rein. Lässt sich dann wieder so zubauen. Und et voilà, haben wir was richtig Cooles. Ich probiere mal aus, wie so das aussieht. Aber an sich, das ist eine so einfache Lösung. Wahnsinn. Ich habe das mal schnell miteinander verbunden. Also die LED ist jetzt hier an zwei Drähte angelötet. Zwei Batterien hier vorne am Batteriefach. Ich habe das mal in diesen Korpus der Taschenlampe vorne reingepackt. Hier reingelegt. Und also das passt perfekt. So, also keine Diskussion. Genauso setze ich das jetzt um. Fertig. Mit ein bisschen Epoxy habe ich das jetzt hier reingeklebt. Kann man, glaube ich, sehen. Hier vorne die Linse draufgeschraubt von der Taschenlampe. Und jetzt mische ich frisches Epoxy an. Dann kann das hier vorne schön bündig eingeklebt werden. Und dann kümmern wir uns darum, wie wir hinten das Voltmeter noch reinkriegen und ein bisschen Stromversorgung dafür machen. Und einen Schalter. Wie man sehen kann, Voltmeter. Oben drauf geklebt ist der kleine Schalter für die Taschenlampe vorne. Der Widerstand für die Taschenlampe ist hier vorne oder für die LEDs vorne dran. Wir kleben das jetzt einfach mal ein. Das ist noch nicht perfekt. Ich überlege noch, ob ich hier eine bessere Kulisse reinbaue. Aber erstmal machen wir es mal fest und gucken nach, ob das dann soweit passt. Ich habe jetzt mal zum Testen hier das Scope reingelegt. Wir haben das ja mit ein bisschen Heißkleber festgemacht. Man sieht schon, die Kabel muss ich an dieser Stelle hier ins Gehäuse reinführen. Dann kann ich das hier unter dem Flywheel Cage durchführen. Ich muss halt die Kabel hier festpunkten, denn ne, man sieht das ja hier vielleicht, also man sieht es vielleicht auch nicht. Da ist ja nichts. Also das ist nur halb rund. Diese Elite-Zeitpunkt, Nullsparmaßnahmen, naja. So, und dann können die Kabel hier unten entsprechend angeschlossen werden. Das wird jetzt also ein bisschen tricky. Also hier muss ich jetzt mal eine Öffnung machen, dass ich da die Kabel da durchrouten kann. Und dann können wir die zweite Seite hier wieder draufsetzen. So, und den oberen Teil schon mal verschrauben. Soweit so gut.
bevor ich das mache, vielleicht verklebe ich auch schon mal schnell die UV-LEDs, dass das schon mal fertig ist. Die kriegen den Strom ja direkt hier von den Motoren. Wie man sehen kann, die beiden LEDs sind mit Epoxy jetzt gut eingeklebt. Das ist schön. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch hier an die Flywheels verkabeln. Da ja die andere Gehäuse jetzt drauf kommt, ist da nicht viel Platz. Plus, wo der Widerstand noch dran ist, muss irgendwie mit hier dran. Minus dann da. Ich überlege, ob ich das irgendwie hierher routen kann, dass das dann hinterher nicht zusammengequetscht wird. Mal schauen. Ich probiere es aus. Wenn es nicht geht, dann müssen wir es halt nochmal neu machen. Aber das testen wir jetzt. Und wenn das geschehen ist, dann muss ich noch diese Verkabelung von hier oben hier durchfrickeln. So. Einige Lötarbeiten später und Klebearbeiten sieht man, dass ich hier die Verkabelung so ein bisschen fixiert habe, hier einen Durchbruch gemacht habe im Lötkolben ganz kurz. Das Pluskabel hier von dem Voltmeter und das Pluskabel, was in den Schalter reingeht, ist jetzt zusammengelegt. Das ist hier vorne an den Pluspol mit dran gelötet. Warum? Weil Plus ja direkt von der Batterie kommen wird. Das heißt, das geht komplett durch. Das Minuskabel hier werde ich natürlich nicht hier an den Motoren anschließen. Das wird ja durch eine MOSFET geschaltet. Dann wird die Taschenlampe nur angehen und das Voltmeter, wenn die Motoren laufen. Das macht Sinn für das Voltmeter. Das werde ich dann hier an Minus anschließen. Aber das Plus, das Minuskabel von der Taschenlampe, das geht hier vorne mit dran. Warum? Die schalte ich ja mit dem Schalter. Ganz einfach. Die beiden UV-LEDs mit dem Widerstand sind jetzt hier an Plus und Minus dran gelötet. Und wir probieren das mal kurz aus. Die Lithium-Ionen-Zellen sind natürlich viel zu schwach für das ganze Ensemble, aber nur um zu gucken, dass es auch anläuft, ich halte jetzt mal Plus und Minus hier dran und dann müssten wir sehen, dass die Motoren anlaufen und die LEDs angehen. Man hat es, glaube ich, gesehen, relativ schwach, weil die Motoren ziehen so viel Leistung. Ja, also Feng-Revamps nicht mit sowas einsetzen. Sollte klar sein. Und nachdem jetzt auch das Kabel hier Minus vom Voltmeter hier mit dran gelötet ist, probieren wir es mal kurz aus, ob es auch läutet. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Ja, Voltmeter geht an. Perfekt. Und wo wir schon dabei sind, das Minuskabel, was hier von der Lampe kommt, das habe ich immer so drumherum gewickelt, dass das hier so ein bisschen festgehalten wird, ist jetzt hier vorne am MOSFET angelötet, an der Seite, da kurz vorm Widerstand, denn da kriegt es direkt Strom Minus hier von der Batterie. Wenn wir jetzt also mal hier den Schalter auf anmachen und hier ein bisschen Strom dann machen, dann müsste vorne blaues Licht kommen. Probieren wir es mal kurz aus. Plus an Plus, Minus an Minus, blaues Licht, ein Traum. So, das heißt, Verkabelung fast fertig. Das hier müssen wir noch im Gehäuse verstauen, das Ganze ein bisschen aufräumen und dann mal gucken, ob wir das Gehäuse auch zukriegen. Das wird echt eine Aktion. Wenn ihr den Blaster dann wieder zusammenbaut, achtet darauf, dass ihr das Rohr hier vorne ein bisschen reinsteckt und dass ihr erst dieses Mündungsstück dran macht und dann diese Oberseite draufsetzt mit der Tactical Rail. Die kleine Schraube wieder reindrehen, das hält dann ein bisschen besser das Scope zusammen. Dann werde ich das hier kurz anpunkten und dann können wir eigentlich schon die obere Gehäusehälfte drauf machen. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen Schleifarbeit machen eben. Beim Batteriefach nehmen wir diese orangenen Teile raus, die brauchen wir nicht, wir wollen ja Lipo reinmachen. Einen weg. Zweiten weg. Und das hier kann man mit so einem Cuttermesser kurz anritzen und auch mit einer Zange wegknicken, dass wir diesen Mittelsteg raus haben. Den brauchen wir ja auch nicht für unseren Lipo. So kriegt man das relativ schnell und sauber raus. Natürlich ein bisschen nachschleifen, macht Sinn. Die Metallteile mit einer Zange rausziehen, ihr kennt das. Schleifarbeiten. Die beiden Rundungen schleifen wir weg und dann gucken wir mal, ob das ausreicht. Nach Ende der Schleifarbeiten sieht das jetzt ungefähr so aus. Man sieht, das ist hier sehr schön plan geschliffen. Und dann können wir jetzt prinzipiell versuchen, gleich den Blaster zusammenzubauen. Thermistorboard noch eben schnell hier entfernen. Hier muss natürlich noch eine Öffnung rein, dass dann der Stecker da vernünftig durchpasst oder die Kabel zumindest durchgeroutet werden, das Batteriefach. Wie man sieht, ist hier mit Heißkleber, naja, ein bisschen rumgesaut worden.
Hauptsächlich zum Kabel befestigen. Was ich auch noch gemacht habe, ist hier ein bisschen diesen Nupsi, sieht aus wie das da oder das da, weggemacht, damit die Kabel hier drunter passen, denn das Batteriefach kommt hier oben drauf. Wird ein bisschen eng. Also ein bisschen fixieren, fertig machen. Und bevor ich jetzt natürlich hier den Stecker dran löte, final, werde ich erstmal die Kabel durch das Batteriefach durchschieben. Da machen wir auch noch eine kleine Öffnung rein. Das kommt dann hier so dran. Also ich werde diesen Bereich hier stich einfach wegschmelzen und dann passt das schon. Bevor ich jetzt den Blaster zusammenschraube, Kabel sind mal kurz gelockert, alles festgeklebt. Ich habe hier auch mal kurz das Lock vom Magazin rausgenommen. Das hier, also bei U18 habe ich es drin gelassen, bei Ü18 fliegt es raus. Und jetzt setzen wir mal die Shell oben drauf. Ich hoffe, es passt. So, Blaster ist wieder zusammengeschraubt. Kabel sind durchgeführt. Achte darauf, dass ihr diesen Knopf vorher reinsetzt und nicht, wie ich erstmal vergesse, dann könnt ihr es mich nochmal zusammen wieder auseinanderschrauben oder auseinander wieder zusammenschrauben. Sei es drum. Ich löte jetzt mal schnell hier unseren Stecker an. Der hat sich hier versteckt. Und wenn der dann gleich dran ist, denkt daran, ihr braucht das kurze Pluskabel vom MOSFET, das normale Pluskabel und natürlich das Minuskabel. Das kürzen wir entsprechend so ein bisschen zusammen, dass das hier ganz gut reinpasst in das Batteriefach. Und dann schauen wir, ob der Blaster auch funktioniert. Der Blaster ist zu, der Akku ist geladen. Das ist jetzt 59 mAh 2S LiPo Turnigy Nanotech. Der reicht eigentlich aus, meiner Meinung nach. Passt super ins Batteriefach rein. Und schließen wir an, machen wir zu. Ab zum Kroni. Natürlich haben wir den Motorblitz auch einen Nachtmodus verpasst mit den UV-LEDs und der Taschenlampe oben im Scope. Dazu nehmen wir ein paar Leuchtdarts und dann gucken wir mal, wie der Effekt hier so im Dunkeln jetzt ist. Licht aus. Lampe an. Cool, wa? Richtig schnieke. Wir schauen uns die Nerf Motoblitz an in der richtig gemoddeten Ü18 Variante. 5 Elite Darts, 5 Akku-Fakes. Mal gucken, was der Blaster so kann. Durchschnitt 149,3 FPS. Okay, mal sehen, was die Akku-Fakes machen. Durchschnitt 128,1. Das ist HVZ-safe und auf jeden Fall für unsere U18-Mittels super geeignet. Das passt. Schauen wir es mal gleich im Garten an. Und damit zum Autotest. Der Motoblitz nach den Mods. Wir haben hier vorne 3 Elite Darts drin, wir haben 3 Akku-Fakes, wir haben 5 Elite Darts und 5 Akku-Fakes hier drin. Das Licht sieht man natürlich nicht so gut tagsüber, aber egal. Auch die UV-LEDs bringt tagsüber nichts. Trotzdem, wir schauen mal, was die Performance vom Blaster hier draußen so im Garten bringt. 5 Schuss Elite Darts. Einer oben aufs Garagendach, den finden wir nicht wieder. Schauen wir mal. Akku-Fakes. Kann man nicht meckern. Wir gehen einsammeln und hier kommt sehr, sehr lange nix. Das ist mal ein gutes Zeichen. Hier ist unser erster Elite 2.0 Dart bei der 17 Meter Marke. Der ist aber zurückgeprallt. Nee, gar nicht wahr. Der ist im Boden eingeschlagen. Jetzt haben wir hier Akku-Fake.
Akku fake. Alle bei der 18-Meter-Marke. Die sind aber alle bis zur Tür. Wieder zurück. Ein Akku-Fake ist ein bisschen nach rechts abgedriftet, warum auch immer. Der liegt bei der 19-Meter-Marke. Da liegt auch der zweite und der dritte Elite 2.0 Dart. Ich glaube, die sind hier in den Busch rein. So, der nächste Akku-Fake liegt hier vorne bei 19,50 Meter, möchte ich fast sagen. Und da direkt an der Tür ist unser vorletzter Elite Dart. Der letzte, der ist da oben auf dem Garagendach. Den hole ich mal nachher mit der Leiter runter oder so. Ja. Also mit Akku-Fake sehr konstant, sehr gute Power. Mit Elite Darts zu viel Power, die gehen irgendwo hin. Und jetzt die Schrotflintenfunktion. Mal gucken, wie oft wir mit der Schrotflinte pumpen können. Doch bei 15 fängt sie jetzt an zu zischen. Probieren wir es aus. Darauf müsst ihr übrigens achten, wenn so ein Elite da rausguckt, drückt ihn wieder rein. Sonst funktioniert das nicht. Das ist nicht so ganz so schön, bei dieser zumindest. Wir feuern mal ab. Das gucken wir uns mal an. Auch jetzt gehen wir einsammeln. Das hat meine Erwartung ein bisschen übertroffen. So, der erste Akku-Fake Dart liegt hier bei 12 Metern, ziemlich genau. Der zweite liegt bei 13,50 Meter. Der dritte Akku-Fake liegt hier bei 15 Metern. So, und jetzt hier Elite Dart bei 16 Metern. Noch ein Elite Dart hier bei 19 Metern fast. Und da ist der dritte Shotgun Elite Dart 19,50 Meter. Also das ist echt Hammer jetzt. So macht die Schrotflinte Laune. Extra Tipp für die Schrotflinte. Es gibt ja diese Busby-Leute Long Distance Darts, die in Freiwilligern nicht gut funktionieren. Aber in der Schrotflinte gehen die in alle möglichen Richtungen. Cooler Effekt, gucken wir uns auch noch kurz an. Hat man das gesehen? Der eine ist zwar 3 Meter nach rechts, 4, 5 Meter nach rechts, aber der Rest hat sich super verteilt. Auch hier gehen wir einsammeln. Das Streufeld ist jetzt natürlich viel größer geworden. Hier ist unser erster von diesen Busby Darts bei 13 Metern. Da liegt der zweite bei 14,50 Meter. Der dritte bei 15 Metern. Der vierte bei der 16 Meter Marke ungefähr. So, den jetzt nach rechts vertrieben, abgetrieben. 2 Meter nach rechts, aber immerhin 17 Meter. Da ist er. Und der weiteste ist hier vorne bei der, na, sagen wir gnädig, 18 Meter Marke gelandet. Das ist für eine Schrotflinte echt, echt gut. Probieren den Blaster mal hier draußen aus. Es ist dunkel. Ich habe ein bisschen Licht angemacht. Wir machen jetzt mal die Lampe an. Die hat richtig Power. Sag mal, sieht das hier schon. Und dann hauen ein paar Leuchtdarts raus, oder? So, hauen wir noch ein paar Darts in Richtung Tür raus. Richtig nett. Es ist Zeit für ein Fazit zur gemoddeten Motoblitz in der Ü18-Variante mit richtig viel Power. Also habe ich ein bisschen überrascht, wie viel da rausgekommen ist. Ich hatte gedacht, das wäre ein kleines bisschen weniger, aber 150 FPS, zack. Also maximal mit Elite-Darts, wissen wir, die gehen irgendwo hin. Aber 130 FPS mit guten Darts, muss ich sagen, da kann man richtig mit arbeiten. Auch die Schrotflinte hat jetzt richtig Power, so soll es sein. Mit dem blauen Licht in der Taschenlampe hier oben jetzt drin. Ja, ist ein netter kleiner Gimmick. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht,
Who cares? Ist jedenfalls sinnvoller als ein leeres Scope, was keiner verwenden kann. Ja, ansonsten würde ich sagen, er sieht cool aus im Dunkeln. Man kann ihn im Hellen wunderbar im Battle verwenden. So macht die Motoblitz richtig Spaß. Also für das Geld, was da neulich im Angebot bei Smith's Toys aufgerufen worden ist, muss ich sagen, ist das der beste Elite 2.0 Blaster. Und den zu boarden war nicht ganz easy. Ihr habt die Herausforderung gesehen. Aber ich packe die Beschreibung der Teile hier rein. Mal noch kurz den Schaltplan auf. Der kommt gleich hier im Anschluss. Und in dem Sinne denke ich, ihr seid informiert und man trifft sich.